Zusammen. Wir feiern hier nicht mit Nazis. Es gibt immer wieder Leute, die verirren sich in alle Szenen, kommen überall gut an, stylen sich in Iro, legen ihn sich glatt oder rasieren sich die Haare ab. Scheiße, Mann, das wollen wir nicht. Unser nächster Song, Graue Zone. Es ist relativ neu. Es ist ein einfacher Reflex, vielleicht können wir den mit euch mal zusammen machen. Ich sag den einmal vor, Punk und Rat. Und ohne Idioten aus der grauen Zone. Das Idioten aus der grauen Zone kriegst du gebrüllt, oder? Wir probieren es mal auf 3. 1, 2, 3. Back und Hardcore, bitte ohne Idioten aus der grauen Zone! Naja, ihr seid müde, wir kennen's, wir haben auch 4 Tage. Ja, komm, dann fahr ich mal hin. Wollen wir anfangen? Sollen wir anfangen? Festival geht hier bei richtig mega krasser Hitze weiter. Ich weiß nicht, wie wir das 3 Tage durchhalten sollen. Und eine Band, die heute Abend so richtig, richtig rocken will, ist Miozam. Die ich ja noch so ein bisschen... Ich kam ja so früher aus der Ecke Verden. Lag das daran, dass ich ständig eure Pullis gesehen habe oder wart ihr so berühmt? In der Ecke? Gut, ich meine, unser Dunstkreis war Walsrode. Das ist weit von Verden entfernt gewesen. Von daher... In den 90ern waren wir auch einfach schon hart unterwegs, ja. Okay, das heißt... Das ist schon sowohl als auch. Also ihr war, deswegen kenne ich immer diesen Namen und diese T-Shirts, weißt du? Der Heimeck-Vorteil ist dann so, wie es ist. Und Pferd und Walsrode hatten ja auch von den Jutes, von den Leuten viel miteinander zu tun. Wie kommt man denn auf so einen Namen wie Miozän, der ja ein Zeitalter der Erdgeschichte darstellt? Ja. Wir wollten unwahrscheinlich klischeefrei sein. Wir haben uns wahrscheinlich für den dämlichsten Namen. Für den dämlichsten Namen. Also es war eigentlich, muss man im Nachhinein sagen, es ist von Grund auf ein Fehler, Namen zu nehmen, den nicht mal Deutsche gleich aussprechen, Amerikaner gar nicht aussprechen können und mit einem R nicht mal schreiben können. Also Miozän ist Miozän, aber er war uns eher ab als zuträglich, muss man okay. Ganz ehrlich sagen. Das heißt, in den USA gab es dann immer Schwierigkeiten, euch auszusprechen. Es gab dann nur Miozän oder was ist auch immer, Mäusen. Wie gesagt, Miozän war halt einfach mal...
Danke, Harris. Auf den ja, danke, Harris. Danke, Harris. Ihr versteht euch ja schon als eine Hardcore-Band. Ja. In welche Richtung versteht ihr euch? Also ich glaube, so nachdem ihr euch jetzt gerade schon über warmes Bier beklagt habt, seid ihr auf jeden Fall keine Straight-Edge-Band. Aber Waren wir mal. Nee, ja, obwohl Straight-Edge-Band, wir hatten mal eine Straight-Edge-Phase ja in den 90ern. Kurz. Für drei Jahre. Verstehen wir uns als Hardcore-Band. Wir verstehen uns als Hardcore-Band. Das klingt jetzt ein bisschen abgedackelt, aber ich finde es nicht besser. Der alten Schule, also alte Schule heißt für mich jetzt aber nicht, wir sind jetzt 1000 Jahre alt, sondern wir haben eine Vorstellung von gewissen Werten, die man vielleicht vertritt, von einer gewissen Grundeinstellung, die man in sich trägt. Das wäre für mich, das ist dann halt für mich eher schon so die alte Schule. Wenn ich jetzt kurz fassen würde, würde man tatsächlich wieder rasieren müssen. Also natürlich ist für mich sowas wie Respekt oder Solidarität oder Zusammenhalt ist für mich einfach wichtig. So, für mich als Mensch, das spiegelt sich in der Musik wieder. Und das war auch früher ein Grund, warum ich mal aus der Metal-Szene in die Hardcore-Szene schleichend übergewechselt bin, weil mir Musik irgendwann nicht mehr genug war. Und dann sind wir wieder bei der Phase, Hardcore ist mehr als Musik, das war es früher definitiv. Und da bin ich dann, oder wir, eigentlich mehr oder minder da so ein bisschen rübergekommen. Also eigentlich haben wir auch gehört, aber ich sag mal, Hardcore war früher vielleicht Punk in bequemeren Klamotten, keine Ahnung. So, okay. Es hatte halt eine Attitüde. Das würde ich für uns immer noch in Kauf nehmen. Ja. Ja, und deswegen würde ich uns so als Band der alten Schule, der alten Werte, wie auch immer, wie man es nennen will, würde ich uns schon da verorten.
Solos. Neuerdings, ja. Neuerdings. Ja, dieses Wochenende ist ja auch Wacken, aber ihr sagt euch auch Nevermind Wacken, hier ist Resist to Exist Festival, oder? Auch da würde ich lügen, hätten wir die Möglichkeit als Band da zu agieren. Okay. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache es nicht. Ich glaube, das wäre verlogen. Obwohl sie damals da die Onkels eingeladen haben vor Jahren, oder? Das ist, wo willst du jetzt, wenn ich mit dem Gebore anfange? Okay. Ich schwöre, das war nicht gut. War für mich ein Grund, nicht mehr nach Wacken zu fahren, übrigens. Aber wenn ich dann gucke, wer, wo, wie und warum, dann kannst du alles beerdigen und zuscheißen. Das ist leider Gottes so. Man könnte sich dann eher drum streiten. Also Wacken ist mittlerweile, das ist ja einfach, das hat ja schon größere Ausmaße als ein reines Festival. Das, ja. Ist wird sogar in der Tagesschau genannt. In der Tagesschau wurde im Ticker genannt, dass Doro und Metal Church das Wacken eröffnet haben, habe ich gedacht. Also das sind tatsächlich, das sind Ausmaße, alles, das ist riesig. Hätten wir als Band die Möglichkeit, uns da Leute zu präsentieren, dann hätte ich gesagt, wir würden es tun, weil, und auch das muss man sagen, Wacken war eins der ersten Festivals, die sich immer mit den Metalheads Against Racism klar positioniert haben. Okay. Das war eins der großen Festivals, die das immer fest von Anfang an gemacht haben. Okay. War so. Also das würde ich, und das würde ich den Leuten auch nicht absprechen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht irgend so ein Label, was ich mir ranklebe. Ich weiß, dass Stände vom Gelände geflogen sind, auch schon in diesem großen, die zwielichtiges Merchandise verkauft haben. Mhm. Die sind runtergeflogen, die sind von der Security rausgebracht. Also so viel ist denn da dann doch noch schon von der Attitüde da. Also von daher, man kann sicherlich drum streiten. Es ist groß, es ist nicht. Das Band, hätte ich gesagt, das ist natürlich riesig und ich erreiche einen Schlag vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Leute, wo ich davon ausgehe, dass die Arschlochdichte nicht wesentlich höher ist als woanders. Schule! Meine Mutter wurde
ich freue mich ja auch schon ankündigen zu können, ihr spielt nächstes Jahr in Hamburg. Genau. Ja. Dann auch bei unserer Lieblingscrew im Gängeviertel. Im Januar, ja. Das ist der Januar. Das heißt also, wenn ihr Lust habt, die Jungs dann auch mal irgendwie live zu sehen in Hamburg, kommt im Januar ins Gängeviertel, in die Fabrik. Und ich danke euch soweit. Wir danken dir. Und wünsche euch noch alles Gute hier auf dem Resist to Exist. Ich höre nicht mehr, was sie machen. Ich höre gar nicht mehr zu auf die Scheiße, die hinter uns reinpasseln. Weil wir sind anders. Wir leben anders. Wir sind arm. Die Bock!